Liebe Freunde der Gerechtigkeit, im letzten Video habe ich schon angedeutet, dass wir mal etwas außerhalb der Reihe ein Video zu den verschiedensten Hinrichtungsmethoden machen können. Zum einen deshalb, weil euch das Thema besonders zu faszinieren scheint, aber auch um aufzuzeigen, mit welch ausgesuchter Grausamkeit die verschiedensten Kulturen auf der Welt zu Werke gingen. Und um das Ganze ein bisschen aufzulockern, habe ich mir überlegt, ordnen wir das Ganze nicht nach Grausamkeit, was ist jetzt schlimmer als das andere, sondern vielmehr, naja, was ist irgendwie besonders bizarr oder aber auch im morbiden Sinne gedacht, besonders kreativ. Denn dafür seid ihr ja eigentlich hier. Nicht für den stumpfen Gewaltvoyeurismus, sondern für Kreativität, nicht wahr? Bedenke dabei aber zwei Dinge. Nichts von all dem ist durch mich despektierlich gemeint. Und wenn du lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und damit hinab in den Schlund. Fangen wir mal unkreativ an. Punkt 1, die Steinigung. Was braucht man dafür? Naja, first of all, Steine. Und dann konnte der grausame Spaß schon losgehen. Blöd war nur, dass die Verurteilten wenig Lust hatten, sich von den Steinen abwerfen zu lassen, sodass man sozusagen einen Cheatcode erfand und die Leute kurzerhand eingrub. Klingt sehr barbarisch, ist es auch, wird aber auch heute noch in manchen Ländern wie Afghanistan oder Saudi-Arabien praktiziert. Punkt 2, und diese Technik bedarf schon etwas mehr Vorbereitung, Erhängen. Das Erhängen ist wohl eine der häufigsten Hinrichtungsmethoden in der Geschichte und wird auch als Richten mit trockener Hand bezeichnet. Nicht, weil der Henker ein Ex-Alki ist, sondern weil dabei kein Blut vergossen wird. Der Tod konnte dabei durch drei Arten eintreten. Und welche war wohl die häufigste? Ersticken? Blutverlust im Kopf. Aber Tim, du hast doch gerade gesagt, dass dabei kein Blut floss. Jaha, nicht nach außen, aber es kam eben auch kein Blut mehr in den Kopf, weil die Arterien durch den Strang abgeklemmt waren. Ansonsten dominierte der Genickbruch, weil man beispielsweise durch eine Falltür fiel und dabei abrupt im Genick durch den Strang gestoppt wurde. Ersticken kam relativ selten vor. Und auch heute noch wird diese Form der Hinrichtung in vielen Ländern angewandt. Singapur, Irak, aber auch in den USA, wobei da die letzte Folge Streckung schon ein paar Jahrzehnte her ist. Punkt 3, und es wird langsam ein bisschen kreativer, aber auch grausamer, lebendig begraben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das die absolute Horrorvorstellung, seit jeher irgendwo lebendig begraben zu sein. Es gibt da sogar einen Begriff für Taphephobie. Das Ganze wurde aber auch zur Hinrichtung angewandt und das leider auch nicht nur bei Strafen. Beim sogenannten Massaker von Nanking im Jahre 1937, noch gar nicht so lange her, haben viele japanische Soldaten zahlreiche Chinesen genau mit dieser Methode getötet. Gab da noch ähnliche Strafen wie beispielsweise das Einmauern. Ja, man wurde dann Teil des Gebäudes und wenn in 1000 Jahren jemand sein Wohnzimmer vergrößern möchte und die Wand durchschlägt, dann winkt ihm dein Skelett entgegen. Ganz besonders schlimm war aber auch der sogenannte Little East. Dabei handelt es sich um einen winzigen Raum, in dem man weder stehen noch sitzen konnte und unter fürchterlichen Schmerzen teilweise Tage, Wochen oder Monate lang ausharren musste, bis beispielsweise der Tod eintrat oder aber man etwas verriet, wonach man dann meistens trotzdem umgebracht wurde. Zum Glück ist diese Form der Bestrafung, lebendig begraben, einmauern oder Little East, heutzutage weitgehend abgeschafft, zumindest wovon ich weiß, und das ist ganz gut für meine Taphephobie. Punkt Nummer 4, und ich sprach es schon im letzten Video an, das sogenannte Fählen oder die Bambusfolter. Beim Fählen wurde der Körper des Verurteilten, mit welcher Körperstelle auch immer, häufig rektal, auf einen spitzen Pfahl gebunden und durch das eigene Körpergewicht immer weiter auf diesen Pfahl getrieben, sodass der Pfahl letztendlich den Körper durchbohrte, bis der Tod eintrat. Sehr bekannt wurde die Maßnahme durch den hier. Dracula. Hä? Dracula? So ein Schwachsinn, den gibt's nicht. Doch, den gibt's schon. Der war halt nur kein Vampir. Vlad der Dritte, Draculea, war bekannt dafür, seine Gegner und Opfer häufig fählen zu lassen und das brachte ihm den Spitznamen der Fehler ein. Den Überlieferungen zufolge soll er nach dem Verlassen einer eroberten Stadt einen wahren Wald an Gefehlten hinterlassen haben. Einen Wald. Was eine ganz gute Überleitung zu einer Unterform ist, der Bambusfolter. Bei der Bambusfolter wird der Körper des Hinzurichtenden auf dem Boden platziert und langsam durch einen wachsenden Bambusbaum durchstochen. Es gibt aber auch gute Nachrichten, denn abgesehen von einigen abgespaceden Terrorleuten wird das Ganze durch offizielle Stellen nicht mehr vollzogen. Punkt Nummer 5, und wir verlassen die Wälder und widmen uns der Weite des Meeres. Das Kiel holen. Seefahrer waren schon seit jeher kreative Leute, hatten auf dem Meer viel Zeit und erfanden Riesenkraken, Ariel, die Meerjungfrau oder aber auch Seeschlangen. Nicht selten erfanden sie aber auch tolle Strafen, wie zum Beispiel das Kiel holen. Man band den Bestraften an ein Tau und zog ihn dann einmal durchs Wasser unter dem ganzen Schiff hindurch. Und was für manche nun für einen lustigen Spaß aus Disneyland klingt, war Bluternst und Todernst. Denn unter dem Schiff befanden sich schon zahlreiche Seepocken und Muscheln,
Muskeln, die nicht selten die komplette Haut desjenigen aufschlitzen, der darunter hergezogen wurden, und häufig kam er nur noch tot auf der anderen Seite an. Punkt 6, und wir bleiben auf hoher See, denn theoretisch war diese Strafe auch dort anwendbar. Sie ist nicht sonderlich komplex, aber sie verdient aufgrund ihrer besonders lächerlichen Übertriebenheit definitiv einen der vorderen Plätze, der Kanonenschuss. Ja, was soll man sagen? Tatsächlich kamen einige besonders schwachsinnige und grausame auf die Idee, Menschen mit dem Rücken voran an das Kanonenrohr vorne an die Öffnung zu binden und die Kanone abzufeuern. Und man möchte sich nicht vorstellen, wie das Ganze ausgesehen haben mag, ist in der Kolonialzeit aber wohl relativ häufig vorgekommen, bevor das Ganze in Vergessenheit geriet und durch diesen Menschen dann wieder Aktualität erfahren hat, als er einen seiner Funktionäre an ein Flugabwehrgeschütz gebunden hat. Ist wohl so passiert. 7. Schluss mit roher Gewalt, hin zur Ästhetik, zum Seppuku. Seppuku war Samurai vorbehalten und konnte aus mehreren Gründen angewandt werden. Beispielsweise, wenn der Samurai seinen Herrn verlor, wurde das als Schande betrachtet und er beging Seppuku, oder aber das Ganze wurde auch als Todesstrafe angewandt. Beim Seppuku schlitzte sich der Samurai mit einer scharfen Klinge von unten links nach rechts oben mit einer Aufwärtsbewegung den Bauch auf und musste dabei sehr ruhig bleiben. Denn obwohl das Ganze natürlich extrem schmerzhaft war, war es wichtig, dass er dabei keinen Laut von sich gab und auch nicht das Gesicht verzog. Stattdessen musste er sich dann, als der Schmerz zu groß wurde, nach vorne beugen, wo ihm dann von einem Assistenten der Hals durchtrennt wurde. Der Assistent musste dabei aber extrem begabt sein, denn der Hals durfte nicht komplett durchtrennt werden, sondern nur so weit, dass ein schneller Tod eintreten konnte. Anderenfalls hätte dies bedeutet, dass der Samurai geköpft worden wäre, woraufhin derjenige, der ihn hätte halbköpfen sollen, nicht selten selbst zum Seppuku aufgefordert wurde, weil er Schande über beide gebracht hatte. Eine Art Punktrichterentscheid kam dann hinterher darüber ein, ob das Ganze als Seppuku gewertet werden konnte oder nicht. Das Ganze war extrem feierlich ausgestaltet und der Todeskandidat schrieb vorher sogar noch ein Gedicht. Richtig romantisch. Weit weniger romantisch ist dann Platz 8 unserer Liste, was relativ schwierig mit meinem S-Fehler für mich auszusprechen ist, der Skafismus. Beim Skafismus sah man ein bisschen aus wie Bernd das Brot oder SpongeBob. Man wurde in einen Behälter, also einen Trog, gesteckt, wo dann hinterher nur die Händchen, die Füßchen und der Kopf rausschaut. Im Grunde war das erstmal unangenehm, aber nicht komplett schlimm. Problem nur, alles, was oben in den Mund reinkommt, kommt in der Regel unten wieder raus. Und da man in der Regel Tage bis Wochen lang in diesem Ding verbringen musste, kann man sich vorstellen, wie es im Innern dieses Troges ausgesehen haben muss. Zusätzlich wurde der Verurteilte dann häufig mit Honig beschmiert, was sehr viele Insekten anlockte, die dann in den Trog krochen und dort allerlei Eier legten und der Delinquent dann hinterher durch Insektenfraß, Infektion und Blutverlust qualvoll zum Tode kam. Und zum Glück ist nicht bekannt, dass das heute noch irgendwie gemacht wird, und daher schnell zum nächsten Punkt. Punkt 9, die Rettichstrafe, Fischedition. Und irgendwie schienen die Menschen auch in der Vergangenheit schon einen besonderen Fetisch für das Hinterteil eines Verurteilten zu hegen und kamen auf die Idee, dass man einem Verurteilten ja ein Rettich rektal einführen könnte. Das war zwar sehr schmerzhaft, in der Regel aber überlebbar, sodass einige auf eine ganz besondere Form der Bestrafung kamen. Man kam Überlieferungen zufolge auf die Idee, dem Verurteilten keinen Rettich hinten reinzuschieben, sondern einen Skorpionsfisch. Problem nur, das Ding ist giftig und stellt gerne mal die Kiemen auf, und wenn man versuchte, es rauszuziehen, hakte sich der Fisch mit den Kiemen fest und der Tod des Delinquenten trat nicht selten durch Vergiftung und qualvolle Schmerzen ein. Wissenschaftler streiten aktuell darum, ob das Ganze historisch haltbar ist. Wegen der besonderen Kreativität hat es aber meines Erachtens einen der vorderen Plätze verdient. Bevor wir nun aber zu der meines Erachtens kreativsten Hinrichtungsmethode kommen, wollen wir noch eine lobenswerte Erwähnung an den sogenannten Blutadler aussprechen. Diese Form der Hinrichtung ist besonders durch die Serie Vikings bekannt geworden. Man schneidet oder hackt demjenigen den Rücken auf, trennt dann die Rippen von der Wirbelsäule und klappt sie dann nach außen hin, wie so Adler, Schwingen auf. Wissenschaftler bezweifeln aber, ob das Ganze wirklich stattgefunden hat. Wegen der besonders grausamen Ästhetik wollte ich es aber mal erwähnen. Kommen wir last but not least zur Siegerin dieser morbiden Kategorie. Und ich habe sie natürlich nicht zufällig ausgewählt und sie musste in meiner subjektiven Bewertung ganz oben stellen. Nicht nur wegen ihres besonders beißenden, morbiden Sarkasmus, sondern auch wegen ihrer ausgesuchten Grausamkeit und letztlich auch mit der Verbindung zu dem, was ich jeden Tag trage. Die kolumbianische
Krawatte. Und Achtung, es wird ein bisschen eklig, denn dem Hinzurichtenden wird dabei die Kehle aufgeschnitten und dann die Zunge samt Speiseröhre hier durch dieses Loch gezogen, sodass das Ganze dann aussieht wie eine kleine hübsche Krawatte. Die kolumbianische Krawatte wurde, wie der Name schon sagt, hauptsächlich in Kolumbien angewandt und vor allen Dingen in einem Konflikt zwischen zwei damals sehr befeindeten Parteien. Und seitdem ist das Ganze, abgesehen von einigen Mafia-Methoden, eher in Vergessenheit geraten. Zum Glück. Wem das Ganze aber optisch interessiert, der kann sich mal eine Folge aus der Serie Hannibal ansehen. Da wird das Ganze tatsächlich mal durchgeführt. Ja, liebe Leute, jetzt seid ihr gefragt, denn sicherlich habt ihr auch noch die ein oder andere Hinrichtungsmethode im Kopf, die hier in diesem Video nicht aufgetaucht ist. Schreibt sie mir mal unten unbedingt in die Kommentare und vielleicht machen wir mal ein Follow-up. Nächste Woche wird es aber wahrscheinlich erstmal wieder juristischer. Ich werde da eine Umfrage machen und ihr könnt mitentscheiden, welches Thema wir dann besprechen. Ich denke aber, wir können uns ab und zu mal so einen kleinen Ausflug wie hier erlauben. Wenn ihr Bock auf beide Sachen habt, dann abonniert bitte unbedingt den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt immer dran, bis nächste Woche, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Sonst kann es böse ausgehen. Bis dann, ciao.